Willkommen zu Let's Show Marvel Spider-Man Remastered. Vor etwa einem Jahr, als die PlayStation 5 herausgekommen ist, haben wir schon Marvel Spider-Man Miles Morales gespielt und das war mega nice, habe ich sogar auf Twitch dann vervollständigt. Aber wir haben noch nicht in die Remastered-Version des Vorgängers reingeschaut, der auf PlayStation 4 am 7. September 2018 erschienen ist, natürlich ebenfalls entwickelt von Insomniac Games, absolute Kings, machen einen großartigen Job seit so, so langer Zeit. Und jetzt ist es soweit, dachte ich mir. Jetzt machen wir das noch, weil ich hab's euch auch versprochen, wir schauen auch noch in den Remaster-Teil rein. Gerade jetzt, wo der neue Film in die Kinos gekommen ist, glaube ich, haben nochmal viele Bock auf Spider-Man und daher herzlich willkommen und viel Spaß in diesem Stream. Wir legen sogleich los, nachdem ich die letzte Info gedroppt habe. Ihr bekommt das auf PlayStation 5, wenn ihr die Digital Deluxe Edition von Spider-Man Miles Morales besitzt. Die kam ja, wie gesagt, am 12. November 2020 raus. Deshalb habe ich ja schon immer beide Spiele gehabt und mittlerweile auch den passenden roten PS5 Controller. Leute, ich habe nur wegen dem Controller gewartet. Ich wusste, dass der kommt. Schon zu Release der PS5 wusste ich das. Spaß, aber mit dem Controller werde ich gleich für 50% besser spielen. Also, los geht es. Schwierigkeitsgrad, ja, ihr mögt es mir verzeihen. Freundschaftlich, glaube ich, reicht für mich, oder? Komm, komm. Das ist schon okay. Bei Grafikmodus, ja, ist die Frage, ne? 60 FPS? Sollten immer vor Auflösung gehen. Machen wir das mal. Und dann wäre ich soweit eigentlich. Achso, oben, starten. Alles klar. Alle Einheiten Stufe 4 Mobilisierung. Einsatzort Fisk Tower. Fisk? Beim Fifth Tower. Alle Einheiten. Geil. Natürlich sieht es nicht ganz so krass aus wie der Nachfolger Miles Morales, aber alter Schwede, haben sie das gut remastert hier. Wurde auch gerade gefragt, was der genaue Unterschied zur PS4-Version. Also natürlich hat man die Auflösung noch ein bisschen hochgeschraubt, die Performance verbessert, aber vor allem gibt es eben auch die Controller-Upgrades. Nein, wir sind am Fisk Tower, warten aber noch auf den Hassbefehl. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Yuri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen?
Dann auf zum Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Zum Times Square, let's go. Noch kurz die Ampel überprüfen. War grün. War grün, Leute, auf jeden Fall. Terrorzocker, danke dir für 41 Monate Hallo? Mitgliedschaft. Das ist wirklich... Wo sind Sie? Wow. Wir müssen mindestens einen Probelauf machen, bevor die Fachkommission eintrifft. Oh, ja, tut mir leid. Ja, ich war gerade beschäftigt. Persönliches Problem. Ich komme sofort. Versprochen. Ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Es spielt sich so gut, so schön smooth und es sieht vor allem trotzdem unfassbar nice aus, obwohl wir nicht im Grafikmodus spielen. Braucht man nicht, Leute, braucht man nicht. Wirst du den neuen Far Home Film gucken? Ich muss mir mal überlegen, aber ich denke schon. Ich will halt auch immer noch Venom 2 nachholen. Ich habe keine Zeit für nix momentan, Leute, wisst ihr? Das mit dem Matrix-Look. Unreal Engine 5, meinst du? Ja, ey. Irgendwann wird das soweit sein. Wahrscheinlich wird es gar nicht so lange dauern. Krass, aber Tatsache. Ich glaube, Spider-Man ist auch so ein Game, was wie geschaffen für die Unreal Engine 5 wäre. Also halt auch mit diesem Matrix-Look und allem. Zeit für den Rambock. Weg! Oh. Krass. Die Ohrschlöcher. Holt ihn euch. Morgen, aber deswegen Jungs. Sind wir ja da. Lust auf eine Portion Schmerzen zum Frühstück? Okay. Dein Spinsen blitzt um deinen Kopf, um dich vor eingehenden Angriffen zu warnen. Wenn du dies siehst, mach dich bereit zum Ausweichen. Ja, die Steuerung muss jetzt natürlich erstmal wieder reinkommen. Wird, denke ich mal, recht ähnlich sein wie zu Miles Morales. Aber ist halt schon ein Jahr her, ne? Ja, gut, bisher. Passt jetzt. Boah, voll den Gullideckel auf die Fresse bekommen. Das sieht nicht gut aus. Da kommen noch mehr. Am 27.12. kommt Venom 2 auf Blu-ray schon. So schnell? Lol. Okay, dann gönne ich mir das. Danke für die Info. Werde ich gleich nach dem Stream mal vorbestellen. Gegner ein. Spinnen. Okay, war jetzt ein bisschen zu langsam. Die Luftschleuder. Ja, Kombinationen werden wieder sehr wichtig sein in dem Game. Ach, ich soll hinterher springen, glaube ich, ne? Dieses Tutorial. Einmal in die Luft und dann... Ja, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Sorry, war ich ein bisschen lost mal wieder. Dich spinnen wir ein. Fast fertig hier. Ausweichen. Und bei dir? Wir gehen jetzt rein. Bin gleich da. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Also ich kann nur empfehlen, Performance Mode mal wieder. Ist einfach nochmal geiler, das Spielgefühl. Grafik hin oder her. Es sieht trotzdem bombastisch gut aus auf PS5. Erledigt. Was ist? Epic. So schön smooth. Yuri? Yuri! Kurz zur zeitlichen Einordnung. Der Teil spielt... Ich wusste, dass Fisk nicht einfach abdanken würde. Ungefähr so 8 Jahre nach den ersten Ereignissen. Also er ist jetzt schon 8 Jahre Spider-Man. Arbeitet hauptberuflich in dem Labor. Aber macht eben hin und wieder noch seine Spider-Man-Aktionen, ne? Hin und wieder ist gut. Immer ausweichen, ganz wichtig. Ja, stimmt. Und dann direkt kontern. Ich erinnere mich. Ruft mehr Verstärkung und riegelt den Luftraum ab. Yuri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werde dann mal... Dann mal los. Ja.
Es ist soweit, Willy. Na los, halt ihn ab! Aufgepasst! Hey, wo willst du denn hin? Oh. Mann! Ich mach den Weg frei, folgt mir! Raus hier, Spider-Man! So geile Grafik, fast schon Filmqualität. True, true. Baue Fokus auf, indem du Gegner angreifst. Du bewirkst mehr Schaden, wenn du mehr Fokus hast. Das war die Anzeige da oben, ne? Oder? Erhöhe deinen Kombozähler, um deinen Fokus schneller wachsen zu lassen. Erhalte Bonus, Fokus und Luftkämpfe. Schlechte Nachrichten. Ihr schafft das nicht, Kumpel. Und Vorsicht, da schießt einer von der Seite. Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs. Also, Bonus aus der Luft. Dann sollten wir doch so gut wie jeden Gegner in die Luft knallen und dann dort verprügeln, oder? Das logisch gesehen. Das ist eine feindselige Arbeitsumgebung. Halt los, das ist doch nur einer. Augen auf, er bewegt. Ja, es ist nur einer, aber es ist Spider-Man. Oh, not bad. Kann ich auch irgendwie einen Gegner wieder zu mir ranziehen? Schon, oder? Wobei kann sein, dass ich das erst als Skill bekomme. Ich habe hier die Möglichkeit, aber es scheint sehr schwach zu sein. Auf jeden Fall immer ausweichen. Kriegt man da auch wieder Punkte? Oder Fokus dafür? So war es doch in Miles Morales. So, jetzt ist es voll. Habe ich jetzt nicht eine Ulti? Ja, ich habe eine Ulti. Aber ist für den jetzt eigentlich schon fast verschwendet. Nutze Fokus, um dich zu heilen. Je mehr Fokus du hast, desto mehr kannst du dich heilen. Okay. Ist, glaube ich, gerade ein bisschen klüger. Den Spezialangriff werden wir später noch sehen. Runter, runter, runter! Ich muss die Schützen ausschalten. Hallo. Darf nicht wahr sein. Oben rechts sehen wir immer, wie viel Netz wir noch haben. Ach, auf den Gegner zuspringen und schlagen, gedrückt halten. Das habe ich gesucht. Halt ihn genau. Doch nicht ab. Nicht mit Dreieck, sondern mit Schlagen. So geht's. Los, los! Die Aufzüge sind abgeschaltet. Nehmt die Treppe. Gegner einspinnen und dann herumsteuern ist auch geil. Ich mag es lieber etwas direkter. Kann ich gleich probieren. Status? Auf dem Weg nach oben. Und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter jetzt erstmal Training am Morgen, um wach zu werden. Männer auf jeder Etage. Er ist verzweifelt. Und wehrt sich mit allem, was er hat. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Noch nicht. Wir haben ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Wir brauchen Beweise, wenn wir ihn Ding festmachen wollen. Okay, auf in den Serverraum. May ruft Fokus an. Zum Heilen lieber nutzen. Denke auch. Hallo, Tante May. Was ist das für ein Lärm? Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Wollte nur fragen, ob es bei unserem Abendessen morgen bleibt. Na klar. Hey, ich muss los. Okay, hab dich lieb. Ich dich auch. Feinde, im nächsten Stock. Mein Stichwort. Spider-Man! Warum nicht im Leistungs-RT-Modus? Ach, den gibt's auch. Okay, können wir dann ja mal nach der Mission wechseln, wenn wir wieder auf der Overworld sind, sag ich mal. Oder weißt du was, wir können ja mal alle Grafikmodi ausprobieren. Oh, jetzt mach ich mal die Ulti hier, komm. Obwohl, warte, Finisher. Dass das gut ausgeht? Au. Der Boss hat die Nase voll von dir. Und ich auch. Rest in peace. Schnappt ihn euch! Und wie mache ich jetzt hier diese... Eine Spezialattacke? Das wird ein mieser Tag für dich. Ach warte, ist ja gar nicht mehr voll. Autsch. Gut, dann probieren wir das mal mit dem Einspinnen. Und jetzt, wie schleudere ich sie? War glaube ich schon zu spät. Es sind auch zu viele. Es sind zu viele gerade. Ist erstmal für klare Verhältnisse sorgen hier. Und der nächste. Wow. Das war doch schön anzusehen. Ich bin gespannt, wie viele verschiedene Finisher-Moves es so gibt. Sehen auf jeden Fall cool aus. Ah, bei dem hätte ich es gerade auch machen können. Aber ich glaube, bei dir ist es besser investiert. Der andere war ja schon fast tot. Supi. Sieht auf jeden Fall cool aus.
Guten Flug. Ich muss den Serverraum finden, bevor alle Beweise vernichtet sind. Du brauchst erst den Skill dazu. Ach so. Dann kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Alle Beweise. Ich muss mich irgendwie reinschleichen. Reinschleichen? Ja, schleichen ist nicht so mein Ding. Aber hier oben, guck mal. Mein kleiner Privateingang. Da können wir doch mal gucken. Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink, aber seine Luftschächte sind echt sauber. Beeilung, der Boss will das alles. Danke an Leon Breuer für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen. Oh, Lüftungsschacht Takedown. Schön still und leise. Muss ich da jetzt runter oder? Ja doch, das ist der Serverraum. Aber es gibt doch mehrere Eingänge. Oder nicht? Nee. Die Kombos sind genauso geil wie bei den Arkham Games. Bei Batman bin ich nicht so der Fan, habe ich jetzt nicht gespielt. Aber wer weiß, vielleicht probieren wir mal ein neues demnächst aus, wenn eins kommt. Oh, was? Ich habe hier ein Zeitlimit? Verdammt! Und außerdem bin ich gleich tot. Ich muss mich heilen. So viel dazu. Ich habe ja gesagt, Schwierigkeitsgrad lieber runterschrauben. Die sind aber trotzdem ziemlich stark, gerade mit den Schusswaffen, finde ich. Die Gegner. Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Ich glaube, ich werde den Fokus mehr in Heilung setzen. Bevor alles gelöscht ist. Da war ich vorhin etwas zu offensiv. Das war dumm. Mal sehen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernel-Patch vergessen. Du versteckst dich im Serverraum. Wie fein. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Das sollte man jeden Tag machen. Besser ist das. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammte! Brech die Tür auf, Zopper! Oh. Umgeht ihn! Zerstört alles! Ah, das ist auch ein schöner Move. Nach oben schleudern und dann nach unten reißen auf einen anderen Gegner. Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Perfekt. Ohne mich gerät der Abschaum, den ja, ich das läuft jetzt gut. Habe außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld. Es war ein Später gibt es bestimmt noch einen Skill, dass man bei so einem Finisher den einen auf den anderen Gegner steuern kann, um zwei auszuschalten. Weil gerade habe ich mich schon gefragt, warum schmeißt er ihn dann hier nach rechts, wenn daneben noch ein Gegner steht. Aber gut. Oh. Juri, eine Explosion. Ich hab's gesehen. Fisk könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihn freie Bahn verschaffen. Gib auf, dann verschone ich dich. Gotham Knights kommt ja 2022. Ja, stimmt, irgendwas war da, ne? Okay, dann gucken wir uns das vielleicht mal an. Grafisch wird's ja mit Sicherheit eine Wucht. Der Weg ist frei. Los! Hey Jungs, ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Sie scheinen festzusitzen. Kümmere dich um sie. Wir suchen die Bomben. Musst unbedingt mehr ausweichen. Okay. Ja, der Tod von gerade, der ärgert mich auch mega, weil er so unnötig war. Und noch im Tutorial, Alter, wie peinlich. Ich hab da hinten auch Leute gehört. Ich werde sie finden. Aber es ist halt schon wieder so ein bombastisches Tutorial, was direkt richtig abgeht. Oh nein, das Kind. Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Bis auf Spider-Man 2. Ja, die Ankündigung fand ich schon nice, klar. Los, los, los! Okay, Willy. Ich komme. Spider-Man, ich bin's, Juri. Wie geht's, Captain? Könnt
sollte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisk einen Heli ruft, können wir die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Magst du Spider-Man mehr als Venom? Verdammt. Juri, schick die Sanitäter, schnell! Ich versuch's. Ungefähr gleich eigentlich. Achtung! Scheiße, was jetzt? Der übertreibt ja mal komplett. Guten Flug, du Arsch. Lass das fallen. Oh nee, noch mehr. Mehr Raketen. Bisschen übertrieben, oder? Ja, finde ich auch. Vorsicht, der andere. Als ob jetzt der hintere zuerst schießt. Vor allem, warum lebt er noch? Okay. Ja, der kann mich aber von da nicht treffen, der Trottel. Mein Mülleimer hätte theoretisch treffen können, aber Spidey war wohl nicht so gut in Mathe. Genauso wie ich. Knappes Ding. Warum ist denn der jetzt hingefallen? Ich hab doch eigentlich gar nichts gemacht. Warum kann ich mir so ein Ding nicht nehmen? Das wäre doch mal lustig. Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? Er ist hier! Schnappt ihn! Nur die Ruhe! Jeder bekommt was ab! Was? Weiche mit an eine Wand aus und drücke um... Oh! Das ist ja cool! Wandsprung neu interpretiert! Komm, das machen wir nochmal. Komm her. Das ist geil. Okay, alles klar. Das Bombenkommando ist schon voraus. Ich hoffe, sie sind okay. Richtig schönes Gebäude übrigens. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss. Was? Sind... Nein, das sind... Das sind, diese Fiskies-Trottel. Oder? Das ist nicht die echte Polizei. Feinde mit Schilden blocken Angriffe von vorn ab, sind aber von hinten verwundbar. Ja, okay, dann müssen wir versuchen durchzurutschen oder so. Oh, ja, okay. Erstmal stunnen und dann unten durch. Boah, perfekt. Die Bilder kriege ich nie mehr aus dem Kopf. Was? Dann um abtauchen. Achso, das ist das, okay. Abtauchen und Hops nehmen. Er darf nicht ins Büro. Oh, die schießen. Ich brauche eine Heilung, okay. Habe ich mir gegönnt. Genau, schieß deinen Kumpel kaputt. Idiot. Hier, bitte sehr. Haben wir sie alle. Hey Juri, einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willys letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Schalt ihn aus, sofort. Mit Vergnügen. Okay. Erstmal vielen lieben Dank für 50 Münzen an Spielwölfchen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß im Stream und danke dir für die Unterstützung. Kuss. Ton passt, ja? Hast du das Original auf PS4 gespielt? Nee, nur auf der E3 einmal. Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Oh, für mich? War nicht nötig. Oh, was?
Wie kann ich dich zerstören? Ach so. Ja, natürlich. Und dann rausziehen, oder? Wird nur schwer, wenn der andere dann noch ballert. Okay, jetzt. Am besten stellen wir uns so hin, dann geht's nämlich nicht anders. Hä? Warum kann ich jetzt nicht ziehen? Okay, was gut. Machst du da? Student. Die richtige Position ist hier alles. Ah, fucking shit. Nein. Lad auf. Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Gib dein Bestes. Versuch's mal. Hier, kriegst du zurück. Das ist meine Chance. Was ein Dulli. Er blockt Nahkampfangriffe, setzt Netze ein, um ihn verwundbar zu machen. Okay. Ach so, mehrfach drücken. Ich frag mich schon, warum bringt das nichts? Okay. Aber nicht zu viel wollen. Nicht zu viel wollen und heilen, sobald es geht. Und jetzt hier. Nein, weg. Ja, wenn wir den Rhythmus so halten, glaube ich, hat er keine Chance. Nice. Vielleicht habe ich mich aber auch geirrt. Der ist einfach 3 KFC-Buckets pro Tag. Der größte Abschaum dieser Stadt. Ich glaube, du verwechselst mich mit dir. Das gleiche wollte ich zu dir sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn! Och nö. An alle Zugriff! Nimm das! Gibt's irgendwas zu werfen? Ihr Schwachköpfe! Ihr seid zum Er ist so schnell! Ich muss erstmal die Dullis loswerden. Deswegen ignoriere ich den Fetten erstmal. Nein. Ah, Scheiße. Du stirbst genauso nutzlos, wie du gelebt hast. Alter. Ja, ab geht. Jetzt hat sich's dann doch mal angeboten, ihn anzugreifen. Na, cooler erster Boss auf jeden Fall. Heißt was zum Werfen. Ihr habt es Nein. Ich schaffe oh, Fokusleiste. Hier, nimm! Yo! Und zack! Draußen steht wieder einer mit einem Raketenwerfer. Aber wenn er nichts macht, ist das okay. Nein, lass das stehen! Das ist kein Spielzeug! Ja, er blockt wieder. Ich muss diesen kleinen Lakai noch besiegen. Sonst kann ich mich nicht um ihn kümmern. Wo bleibt die Verstärkung? Okay, der ist tot. Jetzt bist du dran. Scheiße. Die Kombo war nicht gut. Die wird besser. Na, lass das schon. Komm. Nervst langsam. Will er mich brechen? Ja, shit, er eskaliert komplett. Aber in der Luft haben wir einen Vorteil. Sollten wir uns küssen? Nein. Vielleicht später. Er hört sich an wie Hulk. Du hast recht, ja. Immerhin gegen den Boss nicht gefailt. Fortschritt. Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh?
Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Wupp, ich muss los. Hey, viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. Ein Monat. In einem Monat willst du mich wieder zurück. Denke nicht. Der Kingpin wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Oh ja, Urlaub wäre gut. Jetzt haben wir doch bestimmt auch einen Skill freigeschaltet. Stufe 1 ist hinter uns. Jetzt sind wir Stufe 2, mehr Gesundheit und genau, einen Fertigkeitspunkt. Was nehmen wir denn da, Leute? Du wurdest hochgestuft und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Fertigkeitspunkte werden verliehen, wenn du genug Erfahrungspunkte hast. Schließ Missionen ab, besiege Gegner, um EP zu erhalten, um mehr Fertigkeitspunkte zu verdienen. Ja. Danke auch an Harry Woner für die Mitgliedschaft. Willkommen im Chat. Freut mich, dass du da bist. Der Typ war auch einfach ein halber Hulk. Oder ein Fake Hulk. Schon ein bisschen. Aber guter erster Boss. Fand ich geil gemacht. Wie gesagt, ob ich No Way Home schaue, wahrscheinlich schon, aber jetzt nicht direkt zum Start. So. Netzgriff. Halte Dreieck gedrückt, um eingesponnene, elektrifizierte Gegner zu greifen und zu werfen. Wirf sie auf andere Gegner oder Wände. Ja, das habe ich vermisst. Muss man erst freischalten. Alles klar. Oder perfektes Ausweichen. Drücke Kreis, wenn dein Spinnensinn blau wird, um Gegner mit einem Netzschuss ins Gesicht zu kontern. Generiert Bonusfokus. Eigentlich auch geil. Vor allem, wenn man ja so viel ausweichen muss, ne? Halte für einen Schwungtritt in der Luft Viereck gedrückt und lass die Gegner fliegen. Oh, das war so ziemlich mein Lieblingsangriff in dem Nachfolger Miles Morales. Damn, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, was sagt denn der Chat? Ich mache eine Umfrage mit Option 1, 2 oder 3. Ihr dürft abstimmen, Leute. Welches Upgrade soll ich mir gönnen? Als erstes. Ich sag mal nicht, wofür ich tendiere. Ich lasse euch jetzt erstmal hier blind sozusagen abstimmen. Harry Woner hat nochmal eine Münze dagelassen. Ich danke dir sehr und Cyril auch. Grüße gehen raus. Perfektes Ausweichen ist wichtig. Ja, aber es ist ja auch, das sind ja auch die ersten Skills, ne? Die bekommt man ja recht früh. Und dann geht's ja hier weiter in die kleineren. Aber womit starten wir? Was ist dein Lieblings-Marvel-Game? Schon Spider-Man Miles Morales, würde ich sagen. Und hier, Marvel's Avengers fand ich auch sehr, sehr gut. Oder das Neueste, Marvel's Guardians Galaxy. So, es hat gerade noch Innovator geführt. Jetzt ist es aber rübergeschwappt auf Netzschwinger. Ich persönlich hätte den Verteidiger genommen. Aber Netzschwinger, ja, kann man auch machen. Okay, Chat, ihr habt entschieden. Schwungtritt freigeschaltet. Und als nächstes machen wir dann den Verteidiger, würde ich sagen. Ja. Oder habe ich noch Punkte? Nee. Habe ich nicht. Ach so, wir wollten ja jetzt noch anderen Grafikmodus ausprobieren. Tatsächlich, es gibt sogar Leistungs-RT. Da muss ich sagen, bin ich lost, dass ich das nicht sofort gesehen habe. Machen wir aber erstmal 4K-Modus. Ich hoffe, das Spiel geht dann instant weiter. Nein. Ja gut, aber es wird ja gerade gespeichert haben, oder? Lass ich vielleicht lieber nochmal laufen. Parker, wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Okay, einfach zur Sicherheit. Mir gefällt. Also, Leistungsmodus haben wir jetzt gesehen. Wir wechseln einmal auf 4K. Ist das auf Switch? Ja, safe. Parker, wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Oh, wobei, die FPS sehen jetzt schon eher nach Switch aus. Holy shit. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich.
Gefällt mir persönlich nicht. Mir also ich weiß nicht, Enthusiasmus, aber ob das bei euch genauso rüberkommt. Ich beeil mich, bevor es sich noch wehtut. Sieht in OBS auf jeden Fall flüssiger aus als auf meinem Monitor. Ist schon sehr laggy. Klar, es sieht ein Ticken schärfer aus, aber jetzt nicht so, dass du sagst, ey, was ein Riesenunterschied. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Was meint ihr? Ist das besser? Eurer Meinung nach? Wir können auch hechten, guck mal. Ja! Mega krass. Spider-Man ist der beste und einzige Superheld, den ich mag. Hab noch nie einen Avengers-Film oder andere Heldenfilme. Aber die ersten drei Spider-Man sind beste. Ja, ich mag den eigentlich auch am liebsten von allen. Doch. Und ich bin auch deiner Meinung. So, die ersten drei waren schon sehr gut. Wie kann man abstimmen? Die Umfrage kam doch ganz normal im Chat. Also ganz oben. Finde ich schlechter, ist besser, 60 FPS besser, Leistungs-RT am besten, mach aus, ist besser, fand das vorherige besser, ist gut so, nein, nicht gut, nein, 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 nicht unbedingt in meiner Opinion, ist halt straight für Auflösung, ja, ja, also dieser Modus geht halt wirklich aufs Ganze der Auflösung wegen, meines Erachtens nach lohnt es sich aber auch nicht. Der beste, wie so oft, ja, also ich spiele persönlich auch immer auf der PS5 mit Leistung RT, ist das Beste. Das ist quasi das, was wir gerade schon hatten am Anfang. Ihr guckt an, wie schön flüssig das ist. Aber jetzt noch mit Raytracing on. Yeah. Und es läuft halt trotzdem total smooth. Also ich empfehle diesen Modus. Einfach nice. So, nun mein anderer Job im Labor. Dann wollen wir mal gucken, ob ich da bestehe. Sorry, bin zu spät. Wow. Spider-Man ist gar nicht von Marvel. Ja, aber mittlerweile ja schon irgendwie. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Ich um Technik halt, ne? Das war mein PC. Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen die nächste Phase. Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Das war Spider-Man war schon immer von Marvel. Ah, also doch, was siehst du? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag. Ich war auch ein bisschen verwirrt über diese Nachricht gerade. Was schiefgelaufen ist. Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Wie viele Teile gibt es mittlerweile eigentlich? Also die ersten drei habe ich ja gesehen. Dann aber nicht mehr. Aber ihr hypt mich gerade so sehr. Wegen dem neuen. Dass ich überlege, die anderen jetzt alle nachzuholen. Auf Blu-ray. Und dann den neuen, wenn er auch auf Blu-ray rauskommt, ebenfalls mir zu gönnen. Mal sehen, was dir fehlt.
Ich glaube, 6 gibt es mittlerweile, oder? Ich fand halt auch den Change beim Hauptdarsteller nicht so cool. Deswegen haben mich die neuen Teile irgendwie nicht so interessiert. Oh je, was kommt da jetzt? Nein. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. Es gibt schon 8? Holy shit. Hab ich ein bisschen was nachzuholen, glaube ich. Ich schau mal, ob es vielleicht eine Collection gibt. Das wäre supi. Ja, als ob das schon 8 sind. Ja, Wahnsinn. Okay. Was wird ein IQ-Test? Kriegen wir hin, oder? Ab morgen 8. Ja, aber der neue läuft doch schon seit gestern, oder? War das eine verfrühte Vorstellung, von der ich mitbekommen habe? Egal, auf jeden Fall ab jetzt demnächst sind es dann wohl 8. Heftig. Guck mal, ich schaff das sogar. Ui. Geschafft. Okay. Es sind aber mittlerweile sogar 3 unterschiedliche Schauspieler. Einige Stromkreisteile erlauben nur Verbindungen aus bestimmten Richtungen. Zum Fortfahren X drücken. Okay. Wird schwierig. Ja, das ist falsch. Das ist falsch. Sieht man direkt. Nee, passt schon. Dann ein langes. Toby 3, Andrew 2, Tom 3. Ja, okay. Krass. Daran merke ich auch wieder, wie scheiße alt ich bin. Haben wir's, ja? Hä? Warum blockt der hier? Der ist gesperrt? Hier geht's nicht durch? Ja, aber der ist doch auch gesperrt. Warte, das kapiere ich jetzt nicht. Oder muss ich hier drüber bauen? Aber was? Nee, hier kann ich nicht drüber bauen. Hä? Aber es geht doch nur so. Allein schon von der Anzahl Teilchen. Oder brauche ich hier so ein Gefäß? Ach so! Okay, Bruder, dann weiß ich Bescheid. Mhm. Ja, immer auf den Energiefluss achten. Wenn da nichts durchdringt, dann geht's auch nicht. Okay, well, achte auf die Pfeile. Ja, okay. Ach nö, jetzt war gut, wir sind hier in der Schule. Um die Spannungssteuerung einzustellen, musst du auch die Spannungsanforderungen erfüllen. Manche Stromkreisteile verfügen über eine positive oder eine negative Spannung. Aber hör mir auf. Physik kann ich am allerwenigsten von allem. Plus. Dann hier Minus. Da wieder Plus. Ja, und dann? Okay, die normalen Bauteile. Passt, ja? Nein? Warum? Es fließt doch durch.
Warum habe ich denn noch ein Bauteil? Wofür? Lol. Aktuelle Spannung 2, Ziel. Ach so. Jetzt sind es 3. Ah ja. Aber ohne eure Hilfe. Mal sehen, ob es geklappt hat. Gestern war Premiere des Films in Deutschland, der Film war zu wild. Ich habe bisher auch nur Positives gehört, deswegen meine ich ja, dass ich sehr angefixt bin tatsächlich. Aber fünf Filme jetzt nachholen? Im Januar vielleicht, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. So gut wie neu. Ja, sehr schön. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Gibt's denn eine geile Collection? Vielleicht so Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses. Wir sind bereit. Die Arbeit hat beträchtliche Fortschritte gemacht. Ehrlicherweise hätte ich nie gedacht, den Zugaktuator auf ein akzeptables Toleranzniveau bringen zu können. Aber Parker, er ist ein einmaliger wissenschaftlicher Querdenker. Ich wollte gerade ein Querdenker Ersatzteil bestellen, als er vom Eisenbahngeschäft ein Lösungsmittel und eine Zahnbürste mitbrachte. Bang, schwieriges Aktuator Wort in der heutigen Zeit. Der Junge ist ein Genie. Ein Genie, das chronisch zu spät kommt. Oh, es ist schon 10 nach. Wo bleibt er? Er kann unmöglich die Prüfung vergessen haben. Ich habe sie enttäuscht, Doc. Okay, Spider-Man 1 bis 3 habe ich gefunden. Und anscheinend auch die neuesten 2. Aber 4 und 5. Sowie 6 sind irgendwie in der Versenkung verschwunden. Komisch. Aber ja, ich gucke vielleicht später mal genauer. Unbekannte Substanz. Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Ja. Das kommt hier hin. Oder etwa nicht. Muss ich das jetzt nachbauen? Ja. Für 80 Euro bei Online-Versandhandel. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Da habe ich aber gerade geschaut. Naja, ich gucke später nochmal. Oder vielleicht gibt es ja noch ein paar bei den Streaming-Diensten. Ist dann zwar nicht die allerheftigste Qualität, aber da muss ich zumindest nicht nochmal extra payen. Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. 4 und 5 heißen Amazing Spider-Man. Ja, genau, die haben mich am wenigsten gejuckt, leider. Also so von den Trailern her, meine ich. Oje, ganz schön ramponiert, ey. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Kisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Mit wem ist das hier? Das ist Peter Parker. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer sind eh nur 6 und 7 relevant. Zweifachen ja. Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch. Sollen das eigentlich 3 Trilogien werden? Buch,
Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen. Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Dann mal gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt's? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Kannst du auch wieder Anzüge aussuchen? Sie, sind Sie Polizist? Wenn ich schon welche freigeschaltet habe? Denke aber nicht, oder? Nee, ich bin ein Klempner. Das ist cool. Dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe. Reparieren Sie mein Klo. Halten Sie die Klappe. Mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben. Auf Netflix gibt's den 6. und 7. Okay. Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Dann sehen wir uns. Boah, ist geil mit der Sonne hier gerade. Bin ich auf der Seite des Spinners. Reden wir weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören. Eines Tages, Jonah. Ich krieg... Hoffentlich gibt's hier keine Stealth-Passagen. Oh ja, bitte nicht. Bitte nicht. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Hm, ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Doch, es gibt Self-Passagen. Ich sehe mir mal den Turm an. Ja, basieren alle auf drei Trilogien. Und zwar auf die Comics. Aber Amazing Spider-Man war nicht so beliebt. Ach, siehst du, dann bin ich da wenigstens nicht der Einzige, der es so wahrgenommen hat. Dann kann ich ja mal vertrauen, dass die neuen besser sind. Dann schaue ich vielleicht die zuerst, weil wenn die eh nicht zusammenhängend sind, dann ist es vielleicht besser so. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Oh je. Ja, man hört schon ein bisschen was. Was ist das so? Die Linie ist doch... Ah! Okay. Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Für den neuesten sollte man aber schon alle gesehen haben. Echt? Wieso denn? Los! Pass auf, okay? Doch, wir sind schon zusammenhängend. Ah, well, okay. Na gut. Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Komm wieder runter. Hallo! Gegner mit Nahkampfwaffen blocken die meisten Angriffe ab, sind jedoch anfällig gegen Luftschleuderangriffe, Netze und Wurfobjekte. Ja, das gefällt mir. Dann ist es ja auch ganz gut vielleicht, dass wir uns diesen Move hier gerade geholt haben. Schaltet ihn endlich aus! Hier ein Paket mit den neuesten Spider-Man-Filmen.
Wobei ihr sie sogar hautnah erleben könnt, ihr Dullis. Und, gefalle ich euch? Schon down, Loser. Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Cringe. Okay, wo sind die Verbrecher? Da sind die Verbrecher. Muss aber sagen, dass sein Anzug so ein bisschen zerfetzt auch irgendwie cool aussieht. Ne, ist halt realistisch. Auch er ist nicht unsterblich. Gibt halt Anspielungen zu allen vorherigen Filmen. Ja, gut. Dann also fange ich mit dem vierten an. Ja, die ersten drei habe ich ja noch gut im Kopf eigentlich. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Vergewaltiger. Lasst mich in Ruhe. Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an. Lasst sie los. Oh Mist. Das lassen wir nicht zu. Brecher blocken deine Nahkampfangriffe. Ja, irgendwie blockt fast jeder meinen Nahkampfangriff, kann es sein? Setze Netze und Wurfobjekte ein, um sie verwundbar zu machen. Alles klar. Ja, okay. Also, dann muss ich sagen, war eure Abstimmung mit dem Move hier doch die beste Wahl, zumindest für jetzt, für den Anfang. Oh. Da tut man sich erheblich einfacher. Hä, bin ich gerade durch den durch? Ah, ausweichen. Nein. Oh, das war so dumm. Du hast darum gebeten. Lass das sein. Jetzt stelle ich mich aber auch ein bisschen blöd an gerade. Ich komme auch nicht an euch ran. Ey, der Dicke, der rastet komplett aus. Das nervt mich jetzt hier. Als ob er es immer blockt. Selbst wenn ich unter ihm durchhusche. Na! Hau ab! Oder sie ist tot! Lass mich los! Nee, nicht sein Ernst. Rette die Geisel, ja, ist klar, wollte ich alles machen gerade. Schön. Alles gut? Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Später wird das Spiel mega geil. Anfang finde ich ein bisschen langweilig. Also ich nicht, mir gefällt er ganz gut. Man wird schön in die ganzen Angriffsmöglichkeiten und Gegnerarten eingeführt. Man hatte einen starken ersten Boss. Aus erhöhter Explosionen. Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Gut, das im Labor. Kontrollturm. Aber hat ja nicht so lange gedauert. Also ich finde den Start eigentlich ganz stark. Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Aber wenn es noch heftiger wird, umso besser. Angeblich alle drei Hauptdarsteller in dem neuesten Film. Das habe ich auch mal gehört, ja. Aber ob das stimmt, wäre schon cool. Tut mir leid, Spider-Notfall. Verdammt. Das war jetzt ein Fail. Spider-Man. Iris, danke dir für die Mitgliedschaft. Gibt's hier was zum Hacken? Repariere den zweiten Turm. Bin ich gerade blind? Achso, ja, bin ich.
Ah, ja. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Na, komm. Das hier ist belastend. Oh, komm schon, Mann. Das darf nicht wahr sein. Nein, Spoiler für den Film. Nein, nee, das haben die eigentlich schon groß kommuniziert, sonst hätte ich das ja auch nicht mitbekommen. Volltreffer. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das stimmt. Von daher... Mal schauen. Ich würde es aber cool finden. Ja, moin. Oh, wow. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Drehen ist leichter. Habe ich auch gemerkt, ja. Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? Ach, das sind die Sammelgegenstände. Okay. Finde Rucksäcke, um Rucksackmarken zu verdienen, mit denen du bessere Ausrüstung herstellen kannst. Ja, da gibt's einige von. Weiß jetzt nicht, was ist meine nächste Hauptmission? Habe ich überhaupt eine? Ja. Aber wo genau ist das? Habe ich jetzt nämlich auf der Karte nicht gesehen. Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh. Okay, Mission geht anscheinend auch erst jetzt richtig los. Ja, dann gucken wir doch nochmal auf die Karte, weil vielleicht können wir so ein paar Rucksäcke auf dem Weg mitnehmen. Ist das die Mission? Nee. Wobei doch. Das ist zumindest der Raub, von dem gerade berichtet wurde, denke ich. Oh ja. Mach den Safe auf, na los! Hi Leute! Da! Moin! Spider-Man! Knallt ihn ab! Erstmal fliegen lassen, den einen da. Dich niederschlagen. Dann locke ich dich raus. Und baller dich mit dem Mülleimer um. So. Du lebst noch? Finde ich gar nicht cool. Bleibt da hängen, besser ist das. Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Das wird dir leid tun, Spinnenfreaks. Oh, ich kann die Autokugel verwenden. Perfekt. Wie ich mich einfach in diesen Schwungtritt jetzt schon wieder verliebt habe. So chillig. Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Corp repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Corp, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Corp ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Corps Unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Spider-Man tötet nicht. Manchmal macht er auch Ausnahmen. So, ich dachte, das mit den Raubüberfällen ist nur Nebenquest, aber war tatsächlich notwendig, um jetzt hier die nächste Hauptmission freizuschalten. Na gut. Sehe ich doch richtig, ne? Ja, alles klar.
Und nochmal der Spaß hier. Hui, aber ganz schnell. Türme enthüllen Sammelobjekte. Ja, Assassin's Creed-like halt, ne? Und Stufe 3 erreicht. Erhöhter Nahkampfschaden schmeckt. Nicht gut. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Kannst ein paar von die mir Werkzeuge haben. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Ich glaube, das wäre jetzt ein guter Moment für einen Screenshot. Hat das Game Fotomodus? Ja, na klar. Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind Sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Spielst du auch mit The Last of Us? Ich habe beide Teile Let's Play. Findest du auf meinem Kanal. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Ist das jetzt eine Story-Mission? Jupp. Deswegen auch hier die goldene Markierung. Alter, nice. Lokale Einheiten, uns wurde ein Überfall in der Gegend gemeldet. Der Ort ist north of Houston. Over. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich dachte, es würde ein Ticken schlechter aussehen. Weil ich noch im Kopf habe, wie unfassbar krass Miles Morales aussah. Und das hier ist ja nur ein Remastered. Aber es kommt schon ganz dicht daran. So effektemäßig ist vielleicht hier ein bisschen weniger am Start. Aber alles andere? Verfügbare Einheiten um Einbruch kümmern. Bitte krass. Unverzüglich nach Chelsea. Hauptquest gelb, Nebenquest blau, Überfälle rot. Ah ja. Hast du schon die neuen Anzüge? Also ich habe nichts davon realisiert. Wir können ja mal gucken. Aber da wäre ich doch informiert worden. Wir müssen sowieso noch den Verteidiger-Skill aktivieren. Perfektes Ausweichen. Nice. So, wo sind die denn? DLC. Ach stimmt, es hat einer gefragt, ob der DLC beim Remaster dabei ist. Ich kann es dir nicht zu 100% versprechen, aber ich glaube, ja. Also bei der Digital Deluxe Edition, wo du ja beide Spiele bekommst und die ich ja auch habe, ziemlich sicher. Aber google bitte selber nochmal nach. Aber ich kann sie hier auswählen, von daher sollten sie auch freigeschaltet sein. So, aber wo sind denn bitteschön meine Anzüge? Sehe die nicht. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass wir keine haben. Nö. Du hast auch noch keine. Na gut. Wo ist der Eingang zu Ottos Labor? Unter mir, natürlich. Muss noch ein bisschen weiterspielen. Alles klar. Die Anzüge waren auch immer mega epic. Die Donation ist nicht sein Ernst. Ja, ich sehe es auch gerade. Danke, Crazy Niklas, aber Bruder, bitte. Denk eine Sekunde nach und mach das bitte nicht nochmal. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Spinnenarbeit. Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und es nochmal prüfen. Anzüge gibt's nach der Quest. Oh, da bin ich jetzt nochmal ein bisschen motivierter. Let's go. Oder auch nicht. Diese Station ermöglicht dir, an Stromkreisprojekten zu arbeiten. Erhalte EP und andere Belohnungen, wenn du Projekte abschließt. Zum Fortfahren X drücken. Mit dem Fortschritt im Spiel werden weitere Stromkreisprojekte freigeschaltet. Ja, okay. Muss ich irgendein bestimmtes machen? Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust auf alle. Doc wollte die Granularität des Aktuators verbessern.
Muss ich echt alle machen, Leute? Ach, nö. Das ist in Sonic Games aber auch immer mit solchen... Oh, das ist falsch. Immer mit solchen Dingern hat, ne? Bei Ratchet & Clank war das auch schon so. Kann ich das wegnehmen? Weil ich glaube, das muss ich sogar machen. Nein, nicht da. Verdammt! Ja, moin. Oder muss das da sein wegen dem Pfeil? Warte, das ist das Ende, oder? Ja, guten Morgen. Natürlich ist es das Ende. Lost. Okay, 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 okay. Hab's gecheckt. Jetzt kommt der Turbo-Modus. Keine Ahnung, warum ich da jetzt so dumm war. Das ist optionaler Content. Ach so. Ja gut, aber 200... Ganz glatte Reaktion. 200 Erfahrungspunkte schmecken schon. Trotzdem, ich will euch natürlich nicht langweilen, deswegen würde ich sagen, skippen wir das, lassen wir einmal, ja, haben wir bestanden, passt. Machen wir stattdessen mit dem weiter hier. Oh, Foto angucken. Mein Abschluss scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Vielleicht sogar mehr. Lol. Royal! Der Name ist Programm. Danke dir für die 20 Münzen und viel Spaß weiterhin im Stream. Einen schönen Abend wünsche ich. So, das müssen wir machen. Anzug reparieren. Und dann wird ein komplett neuer draus, oder was? Also auch vom Design her. Parker. Dr. Octavius, ich, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Oh shit. Es ist nur für Fasching. Natürlich. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Ehre. Gut. Dann machen Sie mal. Hä? Das Chinesisch? Hallo? Ich will mein Curry. Der Stream ist mega. Danke dir, Kian. Mokadam. Kuss. Lesen Sie Ihre E-Mails. Da habe ich gar keinen Bock drauf die letzte Zeit. Krieg nur Scam. Ich hoffe, Doc will mich nicht feuern. Kann mir jemand einen Curry bestellen? Ich habe jetzt so Bock drauf. Peter, die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man... Heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund, Otto. Chinesisch. Ja, Chinesisch. Okay, okay. Im Süden Deutschlands sagt jeder Chinesisch mit K. Also, wobei, es gibt Unterschiede. Also, China habe ich persönlich noch nie gesagt. Immer schon China. Aber wenn es ums Essen geht, also Chinesisch, warum auch immer, sage ich auch trotzdem Chinesisch. Ist irgendwie der Wurm drin. Keine Ahnung. Anzugschneider. Ja. Weiße Anzugschneider Stille. Für Spider-Man. Ist auch ein toller Beruf, glaube ich. Klingt auf jeden Fall danach, als kriegen wir jetzt die anderen Designs.
Weil er ja seine eigenen Vorschläge mit einbringt. Okay. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten in der Stadt ab, um Marken zu verdienen. Und die brauchen wir dann, um uns die holen zu können. Ach so, man braucht Rucksackmarken und Verbrechensmarken. Halte X gedrückt, um den verbesserten Anzug herzustellen. Ich muss den nehmen. Ich konnte jetzt nichts anderes auswählen. Es geht nur das. Ja, sieht nochmal einen Ticken muskulöser aus. Wenn auch nur optisch. Neuer Anzug und Anzugkraft freigeschaltet. Ja, schmeckt. Die Herstellung eines neuen Anzugs rüstet automatisch die neue Anzugkraft aus. Nutzt das Anzugskraftmenü, um zu einer beliebigen vorherigen freigeschalteten Anzugkraft zu wechseln. Anzüge können auch mit Anzugmods verbessert werden. Als ob. Hier kannst du Anzugmods freischalten und ausrüsten. Wird es bei Nintendo niemals geben. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten ab, um Anzüge, Anzugkräfte und Anzugmods freizuschalten. Ne? Benutze Marken, um Anzugmods herzustellen. Anzugmods erhöhen die Vielseitigkeit und verbessern Angriff und Verteidigung. Du kannst 3 Anzugmods gleichzeitig ausrüsten, um Bonuseffekte zu stapeln. Das müsste gehen. Ich will ja... Hallo, ich will die anderen mir auch anschauen. Aber ich konnte, wie gesagt, nur den nehmen. Cursor ließ sich nicht verändern. Sorry, bin spät dran. Brauchen aber, denke ich, eh noch mehr Verbrechermarken und so. Ich komme. Siehst gut aus, Buddy. Hallo, New York. Ich glaube, mit Abschleppen hat er keine Probleme. Neuer Anzug, altes Ich. Und, findet ihr den jetzt besser? Ich weiß nicht, ich mag die Schuhe nicht so. Über den DLC-Reiter im Menü kannst du auf die Stadt, die niemals schläft, zugreifen. Okay, also der DLC ist offensichtlich mit am Start. Ja, wäre ja auch weird, wenn nicht, oder? Ich meine, das ist hier die Digital Deluxe-Edition, Null. Deluxe. Spider-Man, ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Ganz unten sind Gratis-Skins gewesen. Ich schau gleich nochmal rein. Lass sie erstmal labern hier. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Spidey. Ja, dann gucken wir doch mal. Falsches Menü, Lost. Jetzt haben wir hier auch den Reiteranzüge. Also. Die hier sind schon freigeschaltet, ne? Oder nicht? Nee, sind sie nicht. Also ja schon, aber ich brauche noch die Sachen dafür. Mist. Wobei, auf den müsste ich doch wechseln können. Das war doch der von ganz von Anfang und das ist der von... Okay, auf den habe ich Zugriff. Auf den nicht. Was ist das denn hier? Oh! Ah, das meinte hier der eine aus dem Chat gerade. Der Anzug ist trash. Der Anzug ist geil. Ja, jeder hat wieder seine eigene Meinung. Ist ja auch normal so. Schauen wir mal durch die kostenlosen durch. Ja, die haben wir halt schon. Vielleicht ist da ein besserer dabei. Alles nur für die Tarnung. Oh, den finde ich hübsch. Oh, den finde ich hübsch. Und der weiße wahrscheinlich... Ah, wobei... Nee. Das sieht aus wie so eine Alienspinne einfach. What the... Besoffen im McDonald's oder was? Oh, Comic-Version. Das ist ja cool. Den finde ich besser als den anderen Weißen. Ui, die Gucci-Version. Ne, oh, das ist... weiß ich nicht. Vergoldet. Vom besten Designer der Welt. Okay, ja. Kurze Frage, hat die jeder oder sind die jetzt auch nur so ein Goodie für diese Digital Deluxe Edition?
Ich glaube, ich werde durchwechseln. Also zwischen alle, die ich cool finde, damit wir die alle mal sehen. Angefangen mit... Nee, lass uns die Comic-Version als erstes nehmen. Keine zugehörige Anzugkraft. Warum nicht? So. Kann ich schon Mods aktivieren? Nein. Dafür brauchen wir auch die Verbrechensmarken und anderen Stuff. Die letzten beiden finde ich am besten. Ja, ich guck mal, was ihr so sagt. Also diese beiden hier fühle ich auch sehr, sehr krass. Die sind super. Jeder hat die. Okay. Ja, das ist schön. Gibt's aber auch nur auf PS5. Ach so. Ah, okay. Da ist der Haken. Easter Egg an den Film von gestern. Louis Vuitton Version. Ja, stimmt. Louis Vuitton ist noch am teuersten von allen. Dann ist das hier LV und das ist Gucci. Auf jeden Fall sind sie beide richtig krass und wir schauen sie uns später an. Jetzt aber erstmal die Comic-Version. Sieht natürlich ein bisschen... Ich bin an einer Baustelle von Fisk und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Nur die letzten beiden sind PS5-exklusiv. Achso. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Waren aber auch die krassesten. Der findet doch ständig was. Mit den Plänen von Otto kannst du jetzt das Aufprallnetz herstellen. Ah. Ja, wenn ich das schon machen kann, dann immer her damit. Leistungsstarker Netzschuss, der Gegner sofort einspinnt. Super. Schalte neue Geräte mit Marken frei oder mit Teilen, die du in Missionen findest. Okay. Kannst die einzelnen Geräte mit Marken verbessern. Verdiene Marken, indem du neben Missionen... Ja, hab ich verstanden. Und das ist jetzt ein Ersatz für mein normales Netz, oder wie? Wow, das könnte funktionieren. Mal sehen. Kann ich nicht lesen. Die letzten beiden sind aus dem neuen Film. Aber das Spiel kam doch schon letztes Jahr raus im Remastered. Dann gab es die vielleicht schon mal in dem vorherigen. Ah, ich kann hier changen. Normales Netz und Aufprallnetz. Aber habe ich halt nur zweimal. Unglaublich! Doc wäre stolz. Lohnt sich aber. Und der bleibt da auch, ja? Also der ist damit ausgeschaltet. Alter, ist es schon ein bisschen overpowered, oder? Aber nice. Ich hab das Gefühl, es ist eine Stealth-Mission. Ich muss pinkeln. Ihr seid neu hier. Deswegen sag ich euch Regel Nummer 1. Verspätet euch Ups. Mit einer Lieferung. Niemals. So viel zu Spider-Man tötet nicht. Also wenn er das überlebt hat, dann gewinnt er auch im Lotto. Ach so, die wurden nachgepatcht. Okay. Dann macht das Sinn. Und Ehre an die Entwickler, dass sie an sowas denken und das halt wirklich noch nachreichen. Ein perfekter Zeitpunkt für mich. Gut, dass ich das jetzt schon noch nicht gemacht habe. Also das finde ich jetzt schon sehr sympathisch, muss ich sagen. Kann ich den irgendwie anvisieren? Ja, ne? Ja. Aber das müssen die doch längst gehört haben. Naja, es war ja nicht die Rede davon, dass ich nicht entdeckt werden darf. Weil die Stealth-Missionen haben mich leider in Miles Morales schon abgefuckt. Also ich verstehe, dass das zu Spider-Man dazugehört, aber... Ist halt nicht so mein Favorite. Komm, du auch noch. Ah nein, falsche Taste. Idiot. Ich hab Spider-Man. Egal. Kämpfen wir mit offenem Visier. Gute Nacht. Das sind aber schon ziemlich viele. Ich brauche eine Heilung. Deswegen investiere ich das mal nicht in den Angriff.
Oh, der muss weg. Ich komm nicht an ihn ran. Der Boss hat die Nase voll von dir. Und oh oh, noch mehr von denen. Als ob. Wie viele denn noch? Wo willst du eigentlich hin? Knecht. Spider-Man, wir haben 4 illegale Waffenhändler im Radius von 3 Blocks um die Baustelle verhaftet. Waffenschieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Er hat ein Elektroschwert. Komm, 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 komm. Ja, komm. Dann halt so. Jetzt gibt's auch was. Du Arsch. Es geht hoch. Drück Dreieck, wenn die Gegner grün sind. Grün? Ich komm nicht an ihn ran. Oh nein. Ich. Oh nein. Mir gefällt das Kampfsystem fast besser als aus dem Nachfolger. Ich weiß auch nicht warum. Das wird wehtun. Ja, und zwar dir. Vierte Welle. Damn. Dein neuer Anzug verfügt über eine Anzugkraft. Anzugkräfte verleihen dir spezielle Fähigkeiten. Yo. Deine aktuelle Anzugkraft baut kontinuierlich Fokus auf. Sobald sie verwendet wurde, regeneriert sich deine Anzugkraft mit der Zeit. Sehr schön. Ja, aber hat es auch irgendwelche Nachteile? Ihre Kumpel gerufen. Der Boss will deinen Kopf. Der kriegt den Finisher. Aber ich muss die nächste Fokusleiste dann in eine Heilung investieren. Oh, das geht ja richtig schnell. Okay. Mehr Typen, willkommen zur Party. Hausregel, bitte Schuhe ausziehen. Der falsche. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Yes. Hey, das ist nicht fair. Was machst du? Was machst du? Jetzt gibt's sauber. Mach dir das. Ich werde dir Respekt beibringen. Schmutz. Der Boss will deinen Kopf. Enden wir da. Du hast einen großen Fehler gemacht. Ja gut, so Sachen wie Venom-Schlag fehlen mir dann vielleicht doch. Will jemand aufgeben? Nein? Elender. Er schafft uns nicht alle. Doch. Kann ich nochmal schießen? Okay, gut, weil das investiere ich in die hier. Der hat wieder so einen Raketenwerfer gehabt. Das gefällt mir gar nicht. Oh yeah. Auf große Kraft folgt große Verantwortung. Ja, bei Spider-Man auf jeden Fall. Oh nein, weg deine Bombe, Bombe! Scheiße, Ballerina! Hey, was zum. Okay, das Aufprallnetz funktioniert auf jeden Fall bei denen mit Schild nicht. Dachte ich mir, aber ich wollte es trotzdem ausprobieren. Oh nein. Haben wir es jetzt. Oh, okay. War nochmal knapp am Ende, aber geschafft. Ich finde, der Schwierigkeitsgrad passt völlig. Alles abgeriegelt, Captain. Besser gesagt, waren aber mehr, genetzt, als hier zu sehen. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer eintreffen. Gute Arbeit. Ja, 10 Finisher habe ich jetzt nicht geschafft. Da glaube ich, musst du permanent mega krasse Kombinationen auf die Beine stellen, aber zumindest die andere Bonusmission. Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette, das sind auch Verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige.
Beim Remaster gibt es zusätzlich noch ein paar Finisher, die neu sind, allerdings nur bei bestimmten Gegnertypen. Das ist ein sehr nices Detail. Ja, die gefallen mir. Da haben jetzt, glaube ich, schon 5 verschiedene oder so gesehen. Schließe weitere Fisk-Verstecke in der ganzen Stadt ab, um mehr Basismarken zu verdienen. Spielst du das wie bei Miles Morales auf Twitch durch? Könnte ich mir für den Januar schon durchaus vorstellen, ja. Ja, warte, wir wechseln wieder. Und zwar... Also, wie fandet ihr den Comic-Look? War natürlich ungewohnt, ne? Passt auch nicht ganz in die Welt rein, aber ist trotzdem ganz schön. Ja, dann nehmen wir jetzt den Gucci. Wenn ich alle von Fisks Baustellen finden will, sollte ich meine Mapping-Software genauer einstellen. Eine Tiefennachbearbeitung von Fotos berühmter Wahrzeichen sollte ausreichen. Ich weiß schon, womit ich anfange. Wie passend, dass es dafür Mode-Ikone gibt, ey. Was ist denn das hier eigentlich? Achso, da kann man das nochmal machen, um die Mission zu vervollständigen. Alles klar. Weiter geht's! Wie fändest du einen Venom-Anzug? Gibt's bestimmt, oder? Man kann ja eine Menge freischalten. Fand ihn hässlich, fand ihn ganz cool, war okay. Comic-Look ist nicht so meins. Aber dann bitte keine 0-Uhr-Streams. Peter, gute Neuigkeiten. Ich glaube, ich konnte die Fachkommission beruhigen. Wenn Lance Corporal Texidors Anflug morgen gut läuft, sollte alles okay sein. Fantastisch, Doc. Wir sind wieder im Rennen. Bin für LV. LV kommt danach. Wenn der Vorfall dem Bürgermeister entgangen ist, kommen Sie morgen zur Anprobe? Definitiv. Gutes altes Empire State. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Ernsthaft? Okay. Hier blitzt es so. Soll ich da irgendwas Bestimmtes fotografieren? Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört habe und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Nein, gibt keinen Wenn im Anzug. Oh, schade. Lieblingslied Michael Jackson. Man in the Mirror. Mach in der ganzen Stadt Fotos von Wahrzeichen, um Wahrzeichenmarken zu verdienen. Okay. Ja, ist auch ganz schön, um New York kennenzulernen. Ich war ja selber leider noch nie dort. 1 von 16. Okay. Es ist Mr. Lee. Hallo? Peter, hier ist Martin Lee. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung von Mays Party brauchen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Jetzt erstmal hier zu diesem Turm. Was heißt LV? Louis Vuitton. Weil wir haben halt gescherzt, dass der am teuersten, flexigste, aussehendste Skin von Louis ist. Als ob. Achso. Ja. Du hast den No Way Home Anzug. Ja, haben wir auch gerade festgestellt, dass die letzten beiden hier nachgepatcht wurden und ja, den neuesten Film quasi feiern sollen. Cool. Verbrecher. Da haben wir sie. Hallo. Oh, das war so ein Sprintangriff oder Überraschungsmove. Direkt zum Missionsstart. Ja, den kann ich nicht hochschlagen, den Bastard. Aber so vielleicht. Ja, so geht's.
sind alle bereit für die Party. Wir warten nur auf dich. Cool, bin unterwegs. Ja, scheiße. Unfair, unfair! Ja, eure Knarren sind unfair. So sieht's aus. RIP. Ihr leben noch da unten? Auch der Dicke? Oh, come on. Ah, er blockt hey Doc, wieder. Tut mir echt leid. Dann Sie so. Sie haben gesagt, Sie konnten die Fachkommission beruhigen? Vorläufig. Sofern unser yes. kleiner Vorfall dem Bürgermeister entgangen ist, kommen Sie morgen zur Anprobe? Definitiv. Es wird super laufen. Wir werden die Welt verändern, Doc. Mir reicht schon nicht, noch mehr Feuer zu entfachen. Dann bis morgen, Peter. Auf einen erfolgreichen Tag. Klar, so das Hauptziel bei den Verbrecherdingern ist, glaube ich, dass du die Nebenmissionen da machst. Also, oder eher Nebenanforderungen. Aber für den Stream bin ich jetzt erstmal damit zufrieden, es einfach abzuschließen. Weiter zur nächsten Hauptmission! Willst du Hogwarts Legacy anzocken, wenn es rauskommt? Ja, eigentlich schon. Im Together sogar. So, wo ist meine Tasche? Hier. Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. In No Way Home treffen alle Universen aufeinander. Man sollte alle Spider-Man-Filme sowie Doctor Strange, Avengers 3 und 4 gesehen haben, schreibt Delta Z. Okay, das ist eine Ansage. Und danke dir für die 5 Münzen. Hi Haren, 65, ist neues Mitglied. Willkommen. Hey, Peter. Nee, kein Schach. Jetzt nicht. Hey, Peter. Was geht? Schau, nur mal vorbei. Servus. Hey, Martin. Sorry, bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten in... Nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte... Ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter. Hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Okay. Peter. Was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre... Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Schon schön gemacht. Aber der eine, der da am Tisch gesessen hat, der war so deplatziert. Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Sprachnachricht von Yuri. Hör ich mir draußen an. Was ist mit Julis Kanal passiert? Nichts, aber sie hat halt keine Lust mehr auf YouTube. Und auch keine Zeit.
Sieht nice aus. Nun also bei Nacht unterwegs. Sprachnachricht von Yuri. Hey, im Auktionshaus, in dem Fists Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Unauffällig. Ich möchte kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Fisks Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte. Danke an Luke's Playground für 2 Points. Endlich mal wieder live dabei. Schön, dass du reinschaust. Aber natürlich der Stream auch wie immer zum Nachschauen dann im Nachgang verfügbar. Maloney lässt eine Münze da. Und nochmal 2. Der Magic Ability Anzug ist der beste. Sofort Verstärkung bei Verfolgungsjagd. Bitte melden. Officer in der Nähe, bitte in den Bereich Bryant. Weiß nicht, soll ich jetzt schon wechseln? Ja, doch, warte. Wir wechseln den Anzug. Allein schon, weil wir den aktuellen gerade nicht so gut sehen können. Und ich glaube, der weiße würde viel besser zur Geltung kommen. Ja, gut, ein bisschen, ne? Lohnt sich YouTube Premium deiner Meinung nach? Ich habe das schon seit Jahren und ja. Alle Einheiten haben Meldung über Drogendeal. Officer in der Nähe, bitte in den Bereich Bryant. Ehre auch an Christian Lüpfert für 20 Münzen. Schön, dass du da bist. Einfach mal so für deine Streams. Echt Liebe. Ah, hier ist der Park. Hier müssen wir noch ein Foto machen, ne? Ich war dir noch nie so nah. Cool. Ein Fanboy. Zählt es so? Nein. Aber das ist doch der Hauptpark, oder nicht? Einheiten vor Ort. Körperverletzung wurde gemeldet. Sehen Sie nach. Officer, bitte sofort in den Central Park. Bestätigen. Ja. Peter, du warst bei der Party plötzlich weg. Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern und von Onkel Ben, ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. Nee, ich weiß nicht, was... Oh, ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. Vielleicht müssen wir irgendwas Bestimmtes fotografieren oder von weiter weg. Aber das ist doch eine Sehenswürdigkeit. Der Rahmen muss grün leuchten, glaube ich. Oh Mann. Dann vielleicht irgendeine Statue in der Mitte oder so. Wie gesagt, ich war nie dort. Ja, das da vielleicht. Pardon? Aber es leuchtet nicht grün. Naja, dann halt nicht. Muss nur markierte Orte fotografieren. Ach so, die sind schon auf der Karte markiert. Ich dachte, man müsste die auch noch suchen. Ach so, ja gut. Yuri hat unauffällig gesagt. Ich nehme besser den Hintereingang. Denke, wäre besser, ja. Und zu Christian Lüffert nochmal, weil du ja in der Donation noch ein paar PlayStation-LPs dir gewünscht hast. Immer wenn was gut passt zu meinen Interessen und ich auch glaube, ihr habt da Bock drauf, kommt das auch. Gut, kann sein, dass die beiden Spider-Man-Games auch als LP gut funktioniert hätten. Das habe ich dann aber nicht erwartet, tatsächlich. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden.
oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Beim Fotografieren noch R3 drücken. Der Alarm war echt. Maskierte Schützen und okay, dann probieren wir das nachher nochmal. Raubüberfall aus. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Hauptmission ist erstmal wichtiger. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Okay, also jetzt kommt die erste richtige Stealth-Mission. Rest in Peace an dieser Stelle. Ihr könnt alle den Chat und das Video schließen. Halte L2 gedrückt, um an den Boden zu ziehen. Ah ja gut, das weiß ich ja. Das weiß ich ja. Habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Soll ich den jetzt nicht niederballern? Ein Punkt am Boden. Wo denn? Ich sehe keinen Punkt am Boden, Lul. Ach so! Ja, moin. Ach, damit er hergelockt wird. Ja, sag das doch gleich. Dann kommt er und ich kann einen Takedown machen. Ja, sag dir doch gleich, Mann. Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. Funktioniert aber auch nicht immer. Hat mich so getriggert in Miles Morales. Überlege mir das Spiel zu kaufen. Aber ich kann es weiterempfehlen. In der Digitalversion, also diese Digital Deluxe, bekommst du ja beide Spiele. Weiß ich nicht, ob das bei der physischen Variante mittlerweile auch so ist. Musst du dich mal informieren. Uah, Vorsicht. Kann ich mich irgendwie ducken? Nee, ne? Wie schalte ich den jetzt aus? Okay, aus der Nähe scheint zu gehen. Aber es darf halt keiner ansonsten in dem Raum sein, ne? Du bist jetzt mal dran. Nice. Da kommt jemand. Sie werden mich hier unten sehen. Dann schnell rein in den Lüftungsschacht. Hier ist noch jemand. Bestimmt. Sie muss die Akte haben. Wenn hier jemand ist, wo denn bitte? Sind die gestört? Los, Pete. Die bösen Jungs werden langsam böse. Ah ja, genau. Jetzt wird einem angezeigt, dass wir die am besten nicht attackieren. Sonst werden wir gesehen. Gegner mit Gefahrensymbol sorgen dafür, dass du von Gegnern in der Nähe entdeckt wirst. Ja. Du kannst sie ablenken, indem du an nahe Oberflächen oder Objekte einspinnst, um eine Ablenkung zu erzeugen. Ja, gut. Das heißt, ich sollte den einen Dulli am besten hierhin locken. Und den anderen dann takedownen, oder? Geht das? Ja. Entspannt. Jetzt geht er auch. Mit Netzschlag takedown hoffentlich. Gute Nacht. Ja. Ey, funktioniert besser als im Nachfolger. Ja, moin. Oder ich bin mittlerweile ein bisschen schlauer. Hey, was ist das? Die arme Frau. Ich glaube nicht, dass sie die erschossen haben. Die lebt keine noch. Bewegung. Doch nö. Kumpel, ein Cent für jedes keine Bewegung und... Hi. Hey, Pete. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Michael Jackson hat sich verändert. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären. Okay, 15 Minuten zuvor. Entschuldigung? Hi,
Mary Jane Watson, ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig, vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. Er hat sich nicht zum ersten Mal verändert. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Alles klar. Schönes Museum auf jeden Fall. Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Hier kommt das Raytracing gut zur Geltung übrigens. Sagen Einfach Sie, wenn geil. Sie anfangen möchten. Klingt gut. Jetzt kommt MJ Stealth. Och, was? Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Nifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Sie klingt übrigens wie Mifa aus Zelda. Die Mission hat mich auch genervt. Ach, wie scheiße. Wird das jetzt so schlimm, ja? Gucken wir mal. Gangster Opa HD, danke dir für die Mitgliedschaft und nicer Name. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Parashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. War bei den Verkäufen, die sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Okay, fast alle aus dem Chat hassen diese Mission. Super. Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Ey, ich bin mir richtig sicher, das ist tatsächlich die Sprecherin von Mifa. Weil Synchronsprecher können ja ihre Stimme auch nochmal krass verändern. Und bei Mifa spricht sie halt sanfter, ne? Ein bisschen kindlicher. Bitte nehmen Sie meine Schokoladenseite. Stellen Sie sich dahin. Das muss dieselbe sein. Würde ich fast drauf wetten. Müsste man mal in den Credits gucken. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Ich kann jetzt nicht reingehen, Craig? Sie würde mich sehen. Hören Sie mich? Ja, dann halt von hier. Oder kann ich zoomen irgendwie? Craig? Craig, ich rufe Sie zurück. Was so? Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung, folgen Sie mir. Danke, hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Das Zerstörerbild gibt's auch in Animal Crossing. Natürlich, ich bin sofort wieder da. Jetzt müsste man noch wissen, welches das... Oh, das hier, oder? Ist es das? Ich kenne mich mit Kunst nicht so aus.
Diese Mission ist schlecht und nervt. Dann bin ich da gespannt, was gleich passiert. Hallo Craig, komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Mhm. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Wenn Sie nicht Ihre Reporterin... Renn! Wenn Leute misstrauisch werden, erscheint das Fragezeichen-Symbol und sie fangen an zu untersuchen. Sobald das Ausrufezeichen erscheint... RIP. Wer ist sie dann? Okay. Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Die Alte dreht ja richtig durch, hey. Oh, scheiße, der Monitor. Warum liegt ihr da am Boden? Natürlich, Craig. Okay. Läuft doch ganz gut bisher. Kann ich da jetzt einfach reinrennen? Ich glaube Ihnen nicht. Als ob sie das nicht bemerkt. Ich habe davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Kunstwerke nicht anfassen. Okay. Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Bisher finde ich die Mission eigentlich ganz spannend. Trotz Stealth. Ja gut, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder nichts checken. Er hält etwas in der Hand. Ja, und? Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Ich dachte, ich soll die nicht anfassen. Oder gilt es nicht für die Statue? Aber die ist doch auch ein Kunstwerk. Der Riesenumweg. Ey, den Umweg habe ich mit Absicht genommen, um sicherzugehen, dass sie mich nicht sieht. Okay, ich denke, ich muss sie dann doch anfassen. Aber wir brauchen erstmal noch ein paar Infos. Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Ja, ein bisschen dünner. Also wenn ich das richtig verstehe, muss die Statue die Position einnehmen, die hier beschrieben wurde, oder? Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Okay. Aber als ob ich mir das jetzt merken kann. Vielleicht lässt sich das bewegen. Ja, okay, safe. Also Mund geschlossen. Kopf wieder zurück, bitte. Genau. Arm nach oben. Gilt das schon als oben? Ja, anscheinend schon. Und die Handfläche so geöffnet, oder? Ja, es geht aber nicht. Oder war die linke gemeint? Weil die hier kann ich nicht verstellen. Ach so, noch nach oben, glaube ich. Und die, ach, die linke geschlossen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Ach, ich bin so dumm. Genau andersrum. Aber es ist ja auch immer eine Ansichtssache, ne? Von ihr aus gesehen... Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Aber die war doch von Anfang an schon unten. The fuck?
Das muss schon so richtig gewesen sein eigentlich. Vielleicht sollte ich den Kopf drehen. Wieso das denn? Sehr schön. Was? Fast. Aber ein Teil fehlt. Als ob. Was fehlt denn da jetzt bitte? Ah, okay. Die habe ich schon mal gesehen. Ja, pff, warte, müsste man das nicht hier auf dem Bild erkennen können? Nee, irgendwie nicht. Das Schwert. Und woher weiß man das? Vor allem, was davon ist das Schwert? Ist das? Wir können es mal ausprobieren. Ach so, auf dem anderen Bild, oder? Nee, das sieht man es auch nicht. So geht das nicht. Wie jetzt? Also ist das nicht das Schwert. Ey, komm, Bruder, man muss es doch irgendwo erkennen können. Aber hier auf dem Bild ist nichts zu sehen. Zu Fisk ist sie sicher netter. Nur warum existiert dann dieses Scheißbild? Muss doch irgendeinen Grund haben. In einer seiner Hände ist etwas. Aber anders was? Lost. Diese scheiß Broschüre. Ja, okay. Well. Wir nehmen den Kack. Bist du zufrieden? Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Uff. Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Yeah. Bastard. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin. Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da, ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Ja gut, dachte, das wäre jetzt noch schlimmer. Klamm muss am Ende ein bisschen rätseln, aber hat eigentlich Spaß gemacht. Und ich dachte, es wäre mehr Self dabei, aber Gott sei Dank nicht. Nee, ich fand die Mission jetzt nicht schlimm eigentlich. Ging voll klar. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Kann ich hier landen? Bitte. Okay. Sie mir nichts. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem... Okay. Was? Jetzt du?
Da müssen wir mal schauen. Nein. Wie wir den beim Eingang wegbekommen. Ach, der ist jetzt weg. Muss leise sein. Naja, aber auch nicht so wirklich, ne? Ich muss den hierher locken. Immer mit der Ruhe, Pete. Scheiße, ist immer noch Gefahr. Ja, gut, gut, gut. Komm. Hä, wieso? Wieso kann ich jetzt nicht... Mann. Immer sagte. LOL. Es kommt einfach noch einer. Ja, toll. Das wollte ich so nicht. Wow. Fisk hatte viele Sachen. Mann, ist der dumm. Geh doch außen rum. Ein Raum nach dem anderen. Erst die hier, bevor ich weitermache. Ich fasse es nicht. Okay, soweit kann er wohl nicht hören. Jetzt komm her oder ich raste aus! Ey, die reagieren einfach gar nicht mehr. Ah, doch, doch, doch. Sehr schön. Boah, ey. Es war... intens. Schlaf schön. Aber es hat funktioniert. Okay, alles klar. Wofür ist das? Kann ich das verschieben? Nee. Dann müssen wir jetzt extrem vorsichtig sein. Kann ich da rauf? Das geht. Okay, gut. Weiß gar nicht, wie ist denn der richtige Weg? Also ich sehe keinen Lüftungsschacht, gar nichts. Ich muss sie wahrscheinlich auch alle besiegen, ne? Geile KI. Ja, man könnte jetzt sagen, entweder sind sie extrem dumm oder sie sind extrem schlau. Ansichtssache. Besiegen wir erstmal die zwei. Komm nochmal her. Er entfernt sich. Jetzt ist er sicher. Okay, stark. Und du bekommst den Takedown. Hat mich überrascht, was? Nice. Hey, daran erinnere ich mich. Wie hat Fisk es noch genannt? Bist du alleine? Besser so. Das waren alle. Benutz die Wagen für die Ablenkung. Ach, also kann ich doch was machen. Ich dachte halt, dass die dann geschleudert werden, was ich natürlich auf gar keinen Fall will. Ey, was ist das für ein Arschloch? Stopp! Nein. Ha! Episch. Versteck dich! Ja, dann fighten wir jetzt mal mit offenem Visier, so wie sie es gehört. Oh, cool. Was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Das war meine neue Ability. Seid ihr Geister? Mit diesem Ausweichnetzkonter. ETF. Wer war das? Der hintere. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Schön ausgewichen. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Schön. Eine Laser-Axt. Ja, ganz hübsch.
Wie findest du mein Aufprallnetz? Ist auch toll, ne? Dass er jetzt so vernichtet wird, hat er nicht geahnt. Oh, da sind noch mehr mit dem Ding. Und er lebt vor allem noch. Toll. Sehr gut. Ich würde mal sagen, wir regeln hier. Oh, Alter! Dem sein Genick ist aber sowas von gebrochen. Habt ihr es gesehen? Ah, sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. War eine schöne Szene mit dem Aufprallnetz, ne? Er hat sich erst so cool gefühlt und dann... habe ich auch sehr gefühlt. Mix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Komm, sei nicht so bitchy. Kämpfe hast du mittlerweile gut drauf. Seit wann ist dieser eine dumme Lost-Fehler am Anfang? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Pommes. Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry. Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Naja. Wir machen einen Wechsel im Anzug. Momentan nicht so viel los auf Twitch, oder? Nee, weil halt viel Stress, ne, im Dezember. Aber im neuen Jahr wird sich das dann auch wieder ändern. Wir wechseln auf den ultimativen Flex-Anzug. Fürs Ende, denke ich. Ja. Mega nice. Und wir sollten auch mal unsere Fertigkeitenpunkte verteilen. Drücke Viereck in dem Augenblick, wenn ein Angriff landet, um Bonusfokus zu generieren. Ja, nee, so eine Timingsgeschichte mag ich nicht. Erhöht das Timingfenster für perfekte Ausweichmanöver und Netzschusskonter und macht sie damit leichter zu erreichen. Mhm.
drücke Viereck und halte dann 3 gedrückt, um Gegner zu greifen und sie in eine beliebige Richtung zu werfen. Könnte auch sich ganz lohnen, ja. Schwing ein zweites Mal mit Netzschwung, ohne Höhe zu verlieren. Luftangriffe fügen zusätzlichen Schaden zu. Ja, das machen wir. Und generieren mehr Fokus. Halte in der Luft Dreieck gedrückt, um Gegner in die Höhe zu reißen und Luftkampf-Moves zu ermöglichen. Könnte man machen. Stan Lee im Spiel. Ah, nehmen wir das noch. Hey, ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Herman Schulz wieder da. Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Herman ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Bettovoll wieder in Rikers. Da war ich jetzt war ein bisschen zu voreilig. Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Wir haben gerade nochmal ein Level-Up bekommen und somit auch einen neuen Fertigkeitspunkt. So, ich soll hier R3 drücken. Ja, okay. Wird mir auch angezeigt. Aber... Peter, ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt... Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund Ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Dieser Hanswurst Jameson und seine Schafherde? Bitte. Menschen, die Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen wie ihm nicht aufhalten. Menschen wie wir. Sagen Sie was, Doc. Bis bald. Ja gut, da war zumindest ein Rucksack, aber ich glaube, ein Foto können wir dann nicht machen. Einer hat ja auch gemeint, dass das ohnehin auf der Karte zu sehen ist, was man fotografieren kann und was nicht. Ja, stimmt. Hier, Wahrzeichen. Okay. Na gut, dann immerhin ein Rucksack. Auch nicht schlecht. Hast du Modus Leistung RT an? Ja. Genau. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Stimmt. Ja, aber wir machen jetzt noch die nächste Story-Mission, glaube ich, als Abschluss. In unserem schönen schwarzen Flexanzug. An alle Einheiten, bewaffneter Raubüberfall. Alle Officer in Nomad, bitte melden. MDP, danke für den Fünfer. Bin seit Zelda Majora's Mask dabei, 2015, feier dich bis heute und die Videos, bist richtiger Ehrenmann. Danke dir für das liebe Lob und das Reinschauen auch hier heute wieder bei dem Stream. Freut mich, danke dir. Mögliche Entführung. Gemeldeter Ort ist Murray Hill. Alle Einheiten, gerade wurde ein Einbruch gemeldet. Brauchen mehr Officer bei Flatiron. Wenn wir aktivieren, dann ist es deutlich übersichtlicher. Ja, okay, gut. Der ist jetzt nicht so weit weg. Dann machen wir den noch vielleicht schnell, oder? Ist er gleich nach vorne. Sieht genauso gut aus wie Miles Morales. Ja, zu 85%. Bin auch sehr positiv überrascht. Ja, zieh dich hoch. Gut. So, da wären wir. Ach so, es gibt 3. Ah, aber einer reicht, um zumindest einen Großteil der Karte schon mal anzeigen zu lassen. Na gut.
Vorne ist noch ein Rucksack. Dann holen wir den auch. Wirst du das Spiel irgendwann zu Ende spielen? Ja, wie gesagt, wahrscheinlich ab Januar auf Twitch dann. Was ist denn das für eine Katze hier? Also der Rucksack ist drin. Wie komme ich denn da rein? Kann ich das einfach zerstören? Nö. Dann muss man doch irgendwie reinklettern können, oder? Geht das wirklich nicht? Ach so, er ist oben an der Wand und gar nicht in dem Gebäude. Lol, lost. Officer zum Tatort. 10-10. Drogenhandel gemeldet. Alle Officer Nähe Madison, bitte zum Tatort. An alle Einheiten. Haben Meldung über Einbruch. Bitte Einheit nach Flatiron. Over. OP-Technik. Gegner in die Luft schleudern, einspinnen und auf den Boden ziehen. Generell, jede Kombination ist immer effektiv. Aber danke für den Hinweis. Habe ich jetzt eigentlich noch einen Fertigkeitenpunkt? Ja, ne? Okay. Ach, dafür brauche ich aber zwei. Ja, was nehme ich denn dann noch? Dann spare ich. Musste ein Foto machen von der Katze. Ach, als ob. Na, jetzt gehe ich aber nicht mehr zurück. Hier wäre eine Verbrecherjagd, aber wir machen die Hauptmission noch. Wieso habe ich sie verloren? Achtung, Einheiten. Zivilisten nach Autounfall gefangen. Haben einen Vorfall in Dutchtown. Over. Das ist so krass, dass es einfach nicht leckt. Es ist so smooth. Scheiße, Mann. Wer bist du denn? Hi, Herman. Echt jetzt? Den kenn ich nicht. Gib's auf! Du wirst mich nie fangen! Hast du letztes Mal auch gesagt. Ich will dir nichts tun. Mach mich nur langsamer! Wow, wie überaus nett! OMG. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert! Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Hab dich. Jetzt plaudern wir. Es sagte, genug geplaudert. Notiert. Mega Man gone wrong, Alter. Im Ernst, Herman. Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später auf dir raus. Deine Wahl. Ich hab genug getan. Ach komm, als ob er mich jetzt verarscht hat. Los, los, los! Und ausweichen vor allem. Und ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Dieser Anzug geil. Allein schon deshalb würde ich mir den neuen Film anschauen. Weißt du was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Hallo? Du hast den besten Anzug der Welt. Was willst du denn? Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht. Ist aber eher schweigsam.
Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Kuss geht raus. Ebenfalls an Gangster-Opa für den Fünfer. Ich habe wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Aber ich hoffe, du bist noch da. Das ist MJ. Seit 3 Jahren dabei. Hey MJ, King. Du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht dein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Oh, süß. Halt dich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Das war jetzt dann aber eine kurze Hauptmission. Cool. Haben wir schnell und gut geregelt. Kann ich mir eigentlich einen neuen Anzug schon holen? Mit den Sachen, die ich hier gesammelt habe? Der ist auch nice, aber nein, ich brauche noch Forschungsmarken dafür. Schade. Schade. Wollen wir vielleicht noch auf einen Dulli-Anzug wechseln? Wir nehmen das mal. Ja, der Anzug ist halt echt übelst schön. Ja, der schwarze ist halt... Also ich glaube, es wird keinen besseren geben als den. Also eine halbe Stunde machen wir noch, würde ich sagen. Da sind die 3 Stunden voll. Da die eine Hauptmission jetzt zu kurz war, direkt die nächste, würde ich sagen. Let's go. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die 3. und letzte Warnung. Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Das sieht so dumm aus. Vor allem, wie ist er denn jetzt bitte? Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Das ist einfach der Anzug, wenn Spidey schon abgestürzt ist. Wenn er das Leben nicht mehr im Griff hat. Als wir Spider-Man. Spider-Man of Wish, ja. Ist halt ein Troll-Skin. So fürs Ende kann man das mal machen. Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hatte dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnte mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Miles Morales auf YouTube durchgespielt? Nee, da gab's den Stream und auf Twitch durchgespielt. Und das gleiche machen wir mit dem Teil auch. Hey. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen.
Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Wenn ich dich... Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Na gut. Er weiß genau, wovon er redet. Ja, da könnte ein bisschen sus sein. Ich hab doch Zeit, auch bis so ich zu Dockins Labor war. Zeit für ein bisschen Spidey-Arbeit in der Stadt. Okay. Das Spiel will, dass ich jetzt erstmal Nebenaufgaben mache. Na gut. Dann tun wir das. Hier ist ein Turm. Der ist safe böse. Ja, der ist sus. Ich glaube, der ist böse. Wir sind uns einig. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Aber hoffentlich nicht der... aus dem Labor. Weil das wäre schon wieder... sowas ähnliches wie bei Miles Morales, wo du ja auch so einen engen Vertrauten dann bei den Bösen hattest. Mr. Muggins, es tut mir leid. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Die Zwangsräumung... Moment! Ich bekomme Ende der Woche Geld! Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch! Ja, schönen Tag noch. Ja, solche Vermieter-Stories hatte ich auch zur Genüge. Gott sei Dank ist das vorbei, ey. So, und ich war beim falschen Turm. Das hier ist der richtige. Spielst du auf Horizon Forbidden West? Werde ich auf jeden Fall mal anspielen. Jo. Ist falsch? Okay. Vielen Dank für 2000 Likes im Stream. Das hatten wir auch schon längere Zeit nicht mehr. Aber ja, das Spiel bockt auf jeden Fall. Anscheinend sollte ich mehr Spider-Man spielen. Und die Filme nachholen. Ich bleibe zwar skeptisch bei Teil 4 und 5, aber bei den neueren... Hallo? Peter, ja? Hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo, was gibt's? Lance Corporal Tuxedo ist hier für eine Abprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur, ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch, Parker, in Ihnen steckt so viel mehr. Na, oh, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Ja. Denke ich mir auch jeden Tag. Einmal noch entschlüsseln, hier im Finanzviertel. Und dann ist doch noch eine Hauptmission freigeschaltet worden anscheinend, oder? Also musste ich nur eine Aktion in der Overworld machen und dann war das Spiel schon zufrieden. Ja, sieht so aus. Hey. Na dann. Was ist das hier? Achso, ah, Nebenmission. Stimmt, blau. Oder wollen wir eine Nebenmission machen? Ich weiß nicht. Ich mache wieder eine Umfrage. Und hol währenddessen den Rucksack. Achtung Einheiten, bewaffneter Raubüberfall. Haben eine Meldung aus Tribeca. Okay, Umfrage ist bisher sehr eindeutig.
der hier? Tatsächlich. Wie soll ich das machen? Achso. Der Ort ist South of Also, 81% wollen die Hauptmission. Gut. Auf dem Weg noch Drogenhandel? Ja, ich brauche ein bisschen was zum Naschen, ne? Bisschen was zum Naschen brauche ich auch. Sonst hält man doch den Job als Spider-Man nicht durch. Was mache ich eigentlich? Ehrlich gesagt, richtig schlechte Eröffnung. Bin ich kein Fan der Pharma-Riesen. Vor allem keine Hinterhof-Pharma-Riesen. Stehen bleiben. Also die mit der Knarre baller ich eigentlich immer mit diesem Netzaufpraller weg. Das ist so das Beste eigentlich. Oder halt irgendwas auf die werfen. Da kommt Verstärkung. Ja, was sind alles Lust? Na, wobei. Doch nicht. Nice. Ja, also dieses Einspinnen mit dem Konter, sehr nützlich. Sehr nützlich. Komm, lass es. Haben wir es dann? Hä, Bruder, was geht bei dir ab? Gib auf. Drogenhandel könnte meine meistgehasste Straftat sein. Definitiv unter den ersten 5. Oder den letzten 5. Wie auch immer. Entspannt. Wenn ich ein Cop wäre, ich würde mich lieben. Anonyme SMS, leichte Festnahme, bumm, Job erledigt. Schicker Hut, ja, ne? Alle denken, ich bin so der übelste Versager, aber jetzt guck mal hier, ich stehe hier neben dem ganzen Geld. Oder nee, das sind die Drogen. Ja gut, im Prinzip ist es Geld. Jetzt ein Selfie, das wär's. Am besten die Gegner immer oben in der Luft halten. Ja, stimmt schon. Aber es dauert ein bisschen und wenn die dann schießen, bist du halt anfällig, ne? Aber gerade für Fokus sammeln ist es natürlich wichtig, das stimmt. So, hier ist der Rucksack. Her damit. Und dann wollen wir noch hier zur Hauptmission. Aber mit einem seriösen Anzug, oder? Hatten wir den schon? Ah, doch, den hatten wir. Und den Alien habe ich nicht genommen. Nehmen wir den Gangster jetzt noch. Es ist nicht ganz seriös, aber wir sind gut getarnt. Ja. Drogen ist gleich Geld. Eben, eben. Brauchen sofort Einheiten in Chelsea. Over. Bitte, Mr. Lee sprach mich an. Geschehen besorgt. Bist du in etwas Gefährliches verwickelt? Oh, es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist nur besorgt. Wie die alle die beiden so bedrängen, ey. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert dein Selbst. Voll unangenehm. Zurück im Labor. Kannst immer Dreieck drücken, um den Rucksackinhalt anzuzeigen. Aber man sieht's doch sowieso. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll und... Krass.
Vielleicht wird es in der Zukunft sowas wirklich geben. Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht. Mr. Osborne. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert. Kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. So, furchtbarer Typ, ey. Ganz ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter. Es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Aber ich habe doch das Geld von den Drogen. Okay, momentan kommt viel Story. Einer schreibt auch... Ich würde doch gerne helfen. Der nächste Boss steht bald an. Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Wie kann ich Doc helfen? Ich lasse mir was einfallen. Wäre natürlich cool, wenn wir den Boss noch sehen. Hey, meine Mark One-Netzschießer. Ich habe die Speicherkapazität seit damals statt. Okay, also man kann die Sachen dann halt auch nochmal genauer anschauen. Alright. Ja, den Stream mit einem Boss abzuschließen, das wäre schon nach meinem Geschmack. Dann darf diese Mission jetzt aber nicht zu lange dauern. Hey May, tut mir leid. Wir waren gerade bei Mr. Lee. Es hat ihn doch nicht gestört, dass ich da war. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Keine Zeit zu quasseln. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg. Und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Brauche ich diese Forschungsmarken jetzt zwingend? Ja, oder? Oh nein. Verstehst du? Vielleicht reicht aber auch eine Mission. Schauen wir mal nach. Spider-Man.
eine Bank aus, 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Würde ihn gern fragen, aber er ist... Nee, die Stationen sind eigentlich unnötig. Und warum sollte eine Wache Schocker rauslassen? Würde ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt! Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Okay, und das ist jetzt die Mission mit dem Boss, die jetzt kommt? Wäre super. Achtung, Einheiten vor Ort. Haben Meldung über Einbruch. Alle Officer in Nomad, bitte melden. Man braucht die halt für die Ausrüstungs-Upgrades. Hey May, tut mir leid. Wir waren gerade bei Mr. Lee. Dachte nur, ich werde jetzt gezwungen, ein paar zu sammeln. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide weisen, beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Ich werde es ihm ausrichten. Hab dich lieb, Peter. Das Remastered ist für die PS5. Generell gibt es das Spiel auch nur für PS4 und PS5. Ich da einfach hochspaziere. Oh, nice. Kann man mal machen. Ja, da ist der Boss. Okay, geil. Let's go. Hermann, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einbuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Sehr gut. Jetzt kann ich richtig punkten. Der rastet jetzt ziemlich aus. Ich habe auch erst überlegt, was soll ich machen. Weil ihr mich sonst umbringen werden. Aber der Wurfkonter ist hier das A und O. Wir müssen nur immer schön ausweichen. Ich glaube, alles andere ist komplett Wirkung. Oh, wobei. Nee, muss was anderes probieren. Ah, okay. In dieser Phase ist er anfällig. Alles klar. Raus damit! Dann helfe ich dir! Ich will jetzt aber nicht so viel rausholen. Mann, ich bin doch ausgewichen. Nee, so läuft das nicht. Schnell. Okay, gut. Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Keiner nutzt mehr Banken? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Warte. Oh nein! Oh, komm schon, Hermann! Frag mich, wie viele Bitcoins Spider-Man hat. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Sie verstehen da keinen Spaß. Also das Aufprallnetz bringt mir auch nichts. Na gut, dann muss ich mich wirklich rein auf Kontern verlassen. Oh, Scheiße.
Jetzt schnell. Ach, er wurde schon getroffen. Okay. Das verstehe ich was nicht, war das denn? Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. What the fuck? Unter den Masken könnt ihr alle sein. Moment. Sagtest du Masken? Scheiße, ich bin gleich down. Ich brauche die Anzugkraft, ja. Und jetzt brauche ich dringend eine Heilung. Boah, das ist die Rettung. Mann, diese Welle ist so unfassbar stark. Das wird wehtun. Hör auf, tu dir den Gefallen. Kann ich mich irgendwo dranhängen? Ach, einfach schwingen reicht aus. Und dann vielleicht von der Luft aus ziehen und auf ihn schmeißen. Ja, okay, okay, okay. Ja, ein bisschen knifflig, aber... Sind wir noch drauf gekommen? Die Kombo war aber schlecht. Wofür brauchen die denn das Geld? Weiß nicht. Ist doch egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Jetzt. Nice. Ah, schon wieder nicht optimal. Wir müssen da mehr rausholen. Aber zumindest trifft er mich jetzt nicht mehr, weil ich ihn durchschaut habe. Vielleicht. Ah, fuck. Okay, gib ihm. Und zwar mit einem Gesicht. Sehr gut. Kann ich einen Finisher machen? Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Ja, selber schuld. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen. Muss ich das da von da oben irgendwie... Alter, chill dein Leben. Ich glaube, ich muss das von oben irgendwie, ja. Okay, auf ihn runterballern. Das war aber alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich. Oh, Anzugkraft. Ey, der Junge, er haut eine KMH mehr nach der anderen raus. Schnell, wo kann ich noch ziehen? Wo kann ich noch ziehen? Hier. Schnell. Oh, hat noch gezählt. Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Geschafft? Yes. Mann, er hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Finanzieller Schock. Okay, Yuri, Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Raft wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey! Der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt. Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Das frage ich auch. Netzschießer ändern. Schocker, echt, hätte das andere Netz was gebraucht? Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Naja. Wir haben es ja auch so hingebogen. War ein cooler Bosskampf. It's all good, Spidey. Don't worry about it. Hier noch schnell den Turm. Und warum spricht er gerade Englisch? Hä? Aber nicht ganz richtig. Stopp, Alter. Welches Outfit hattest du aktuell? Den Gangster. Wir haben aber keinen neuen freigeschaltet, oder? Na, wobei, da steht neu. Achso, bei den Mods. Ja, nee. Mit dem haben wir jetzt gar nicht gespielt. Machen wir das noch beim letzten Raubüberfall. Hier um die Ecke. Wobei, so ein Anzug ist da auch noch.
Wenn jetzt Schluss ist, gerne noch ein Spidey-Stream. Jo, wie gesagt, ab Januar auf Twitch sehr wahrscheinlich, dass ich das durchspiele. Habe genauso Bock wie letztes Jahr. Sind halt echt gute Spiele. Nachricht von Doc. Peter, vielleicht war es vorschnell, ihn zu einem anderen Job zu raten. Ich habe einen Plan. Geben Sie mir etwas Zeit. Vielleicht erfinden wir doch weiter. Ihr unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig. Hoffentlich klappt es. War hier nicht noch irgendwo ein Überfall? Ach, die haben es schon geregelt, oder was? Bin den Berichten nachgegangen über Dämonen. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig, diese Ja, wenn ihr mich nicht braucht, ne, dann mache ich jetzt Feierabend. Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Brodelnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk-Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Portside gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. Den LV-Anzug hatte ich schon. Also, ich hatte jetzt generell schon fast alle Anzüge an. Und ich wollte jetzt mit dem normalen beenden. Aber es gibt einfach keine Mission mehr hier in der Nähe. Hey, Yuri! Wofür braucht Fisk eigentlich die Werft? Dann ziehen wir doch unser Fazit. Wie hat's euch gefallen? Ich glaube, ganz gut. Waren ja viele Leute da. Wir haben auch deutlich mehr Likes als sonst. Mir hat es auch super gefallen, ähnlich wie der Nachfolger. Ein paar Sachen sind sogar besser, finde ich. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, gerade so irgendwie gefällt mir der Skilltree und so generell die Moves besser hier. Das mit dem Stealth, da kam ich jetzt auch besser klar. Beim Nachfolger gab es häufiger mal irgendwie die Probleme, dass der Takedown nicht funktioniert hat. Das hatte ich hier jetzt gar nicht. Warum kann ich die Scheiße nicht aufmachen? Ach, was? Oh, erst mit entsprechendem Story-Fortschritt. Ja, moin. Jetzt wird mir das Ende des Streams hier noch versaut, weil ich einfach nichts mehr machen kann. Was soll denn das? War echt gut. Sensationell. Heftig. Ja, es freut mich zu hören. Wie gesagt, spielen wir das wahrscheinlich auf Twitch dann im neuen Jahr durch. Und so als Ersteindruck, hier auf YouTube war das, denke ich, sehr umfangreich und cool. Ich werde jetzt die ganzen Filme vorbestellen, beziehungsweise nachordern. Und hoffentlich habe ich sie bis im neuen Jahr alle gesehen. Und dann können wir darüber auch noch quatschen. Dann wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne gute Nacht. Danke euch fürs Dabeisein und mit diesem wunderbaren View beenden wir den Stream. Bis morgen und ciao.